Heute möchte ich euch nur mal ganz kurz zeigen, wie man sich bei WordPress am besten von lästigen Spam-Kommentaren trennen kann. Ich bin jetzt hier im Dashboard von totalversalzen.de, mein Foodblog, der für derartige Tutorials gerne mal herangezogen wird. Und wenn man jetzt hier auf die Kommentare geht, dann sieht man, dass hier alles voller Spam ist. Und genau dagegen wollen wir jetzt mal was unternehmen. Und zwar könnte man in der ersten Instanz auf Einstellungen gehen und dann auf Diskussion. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass Kommentare für diese Webseite prinzipiell zugelassen werden sollen. Ansonsten hätte man auch die Möglichkeit, das komplett zu unterbinden. Aber das wäre ja zu einfach. Also schauen wir mal hier unter den weiteren Kommentareinstellungen, wie wir das Ganze ein bisschen einschränken können. Und zwar ist es so, dass man beispielsweise auf Webseiten, bei denen Nutzer sich anmelden müssen, diese Anmeldung voraussetzen kann, damit überhaupt ein Kommentar hinterlassen werden kann. Natürlich gilt das nicht für jede Art von Webseite, deswegen schauen wir uns jetzt mal diese Option hier an. Und zwar kann man sich hier per E-Mail darüber informieren lassen, dass jemand einen Kommentar hinterlassen hat. Und damit er nicht sofort auf der Live-Seite erscheint, kann man hier einen Haken setzen und der Kommentar muss manuell freigegeben werden. Das ändert natürlich nichts an dieser Situation hier, denn auch diese Kommentare hier warten alle auf Freigabe. Und um genau diese Situation hier zu vermeiden, hilft nur ein Plugin. Und das suchen wir uns jetzt mal raus. Wir gehen auf Plugins, installieren und dann suchen wir uns hier oben im Suchfeld das Plugin Anti-Spam-Bee heraus. Das ist ein sehr beliebtes und kostenloses Plugin zum Vermeiden von Spam-Kommentaren, also können wir das direkt installieren und logischerweise auch aktivieren. Und sobald das Plugin aktiv ist, werden automatisch alle eingehenden Kommentare auf die typischen Indikatoren eines Spam-Kommentars gecheckt. Und sofern dabei dann eine rote Flagge hochgehen sollte, wird der entsprechende Kommentar sofort aussortiert und in einen entsprechenden Spam-Ordner gepackt. Und das ist eigentlich auch schon alles. Das ist ein sehr leichtgewichtiges Plugin, das unsere Webseite nicht unnötig belastet. Man hat zwar hier unter den Einstellungen eine kleine Option dazu bekommen, Anti-Spam-Bee. Hier hätte man jetzt noch die Möglichkeit, zusätzliche Anpassungen vorzunehmen, was allerdings in den meisten Fällen absolut nicht notwendig ist. Dieses Video landet in meiner Playlist WordPress für Anfänger. Also klick einfach hier die Playlist an, wenn du weitere Videos sehen möchtest, die extra für diejenigen konzipiert sind, die mit WordPress gerade erst durchstarten.